Das hätte ja auch meinen Deal zerstören können. Du musst dir so vorstellen, das erste Schreiben von dieser Anzeige kam ungefähr 6 Monate bevor dieser Hausdurchsuchung. Das war auch parallel in der Zeit, wo ich Sio kennengelernt habe. Der ist ein Perfektionist. Bei ihm muss jede Line sitzen. Der sitzt halt an einer Line so lange wie andere an ihren ganzen Texten. Aber dafür gehen halt seine Lines auch in die Geschichte teilweise ein und werden dann zu Memes. Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast hat kein Abitur, keine Ausbildung und noch nie eine Arbeit. Doch sein Kontostand erlaubt es ihm auszuschlafen. Aber sein Lifestyle ist nicht für jeden etwas, denn er hat immer Kontakt zur Straße und ein Bein auf dem Teppich. Er ist der Aquaman in Diamondketten. Das erste und einzige Signing von SSEO. Es ist der selbsternannte Traplord. Afghan Shaki ist bei uns. Hallo. Freue mich hier zu sein. Grüß dich, Simon. Ja, ist gut. Ja, danke. Und bei dir? Wie geht's alles dir? Super, alles super. Ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du bringst ein neues Album raus. Genau. Traplord. Und wir haben im Vorfeld gequatscht und wir haben gesagt, komm, ey, lass uns doch kein normales Interview in Anführungszeichen machen, sondern wir machen so eine Listening-Session, bauen wir ein bisschen ein. Genau. Würde bedeuten, wir hauen quasi immer 1, 2, 3, 4, 5 Songs von deinem Album an. Genau. Hören ein bisschen rein, quatschen dann darüber, lernen dich aber auch ein bisschen kennen und machen so einen kleinen Mix daraus. Ja. Allgemeine Infos zum Album kann man sagen, wie gesagt, Traplord ist 25 Tracks stark. Genau. Tatsächlich. Kommt jetzt am 9.12. kommt's raus. Ja. Und 9 Songs sind schon veröffentlicht worden davon. Ich glaube so circa, schon. Teilweise sogar schon 2021. Mhm. Erste Frage, die mir in den Kopf kam, als ich das Album gesehen habe und die Tracklist, ich habe mir ja durchgehört. Mhm. Ja, so, okay, 25 Tracks? Mhm. Warum so viele Songs? Also ich habe Chris Brown Album, The Game Album sind mir noch eingefallen. Der, The Game hat, glaube ich, 30 Songs auf seinem Album drauf, ja. Seinen letzten oder so. Ja. Mhm. Warum so viel? Gut, weil das ist so mein erster industrieller Einstieg. Mhm. Und ich wollte den Leuten halt zeigen, dass ich mir keine Mühe spare. Und wollte damit halt auch den Leuten beweisen, dass ich nicht jetzt, sage ich mal, den kürzesten Weg gehe und jetzt ein 12-Song-Album raushaue. Wiederum wollte ich halt auch so das erste Album halt direkt den Leuten so präsentieren wie ein Projekt, das, sage ich mal, zeitlos ist. Und ich wusste, dass ich in meiner Größe halt erstmal, sage ich mal, mich beweisen muss. Und dadurch, dass ich halt so viele Singles raushauen wollte, wusste ich, dass ich dann halt dazu verpflichtet bin im Endeffekt, damit das halt jetzt nicht eine Enttäuschung für die Fans wird, dass halt auch viele exklusive Songs am Ende trotzdem verfügbar sind, weißt du? Sprich, wenn ein Künstler, sage ich mal, so viele Singles raushaut wie ich und auf der Platte am Ende sind 12 Songs, dann hast du ja vielleicht 3 exklusive Songs und du weißt ja, das ist für die meisten Fans dann eine Enttäuschung, weißt du? Und ich wollte halt den Leuten halt viele Musikvideos bieten, aber genauso viele Exklusivsongs, wenn das Album dann rauskommt. Okay, und deswegen hättest du jetzt, also beispielsweise, wir sprechen jetzt von 9 Songs, die schon draußen sind, deswegen hast du jetzt gesagt, ich will kein Album mit 16 Songs. Genau. Sondern ich will halt noch, pack alle Singles noch drauf, damit es halt 25 werden am Ende. Genau. Okay, okay. Ich würde sagen, wir starten in die Listening Session von deinem Album. Ja, gerne. Wir fangen auch direkt an mit Song 1. Mhm. Wir hören rein in Traplord Begins. Immer mehr Cash und automatisch mehr Viper. Hatte Mitgefühl, hab ein großes Herzleiter. Wurde eiskalt, blutrünstig, schmerzfreier. Traplord, Überlebenskampf, MacGyver. Traplord, ich bin immer noch aktiv auf Straßen. Milliarden Menschen gehen heute mit Hunger schlafen. Opferrolle, keiner tut was über Geiselnahmen. Schwimme gegen den Strom, als würde ich Geister fahren. Verschwende keine Zeit, hol mir was mit zusteht. Bis es allen um mich rum wieder gut geht. Wir wollen das Interview auch ein bisschen nutzen, um dich quasi ein bisschen näher kennenzulernen. Auf dem Trap sagst du, dass das deine Welt auch schon immer stürmisch war. Du kommst aus Köln-Hohlweide, hast afghanische Wurzeln. Bist da auch aufgewachsen? Ja, Köln-Hohlweide geboren. Bin aber auch in ganz Köln schon rumgekommen, oft umgezogen. Bin mit, ich glaube, genau mit 18 ausgezogen. Und habe dann auch von da aus meinen Standort, glaube ich, 3, 4 Mal gewechselt. Das heißt, ich habe gefühlt überall in Köln gelebt. Okay. Wie kann man sich deine Jugend vorstellen? Weil du sagst ja auch, dass du früh schon mit dem ganzen Drug-Game in Kontakt gekommen bist. So. Wie war der junge Shaki quasi? Keine Ahnung, Grundschule, weiterführende Schule, so in Kurzform quasi. Muss jetzt nicht jedes einzelne Jahr beschreiben. Im Grunde genommen den ganzen Tag draußen mit seinen Freunden. Und immer auf der Jagd nach Adrenalin und Spaß. Und irgendwann dann will man halt immer aufs nächste Level. Das ist halt, glaube ich, in jeder Großstadt so. Gerade so bei den Jugendlichen,
wenn du viel Zeit draußen verbringst, nach der Schule, chillst du in Parks, chillst du da. Mhm. Und dann entwickelt sich das alles halt so. Wie kam es, dass du so verhältnismäßig früh ausgezogen bist mit 18? Weil ich war immer sehr eigenständig. Und die Musik, das konnte man jetzt nicht so mit zu Hause kombinieren. Mhm. Und auch nicht so die, meine Lebensweise. Mhm. Und das hat dann halt irgendwann nicht mehr gepasst. Weißt du? Okay. Ja. Hast du gesagt, okay, ich brauche meinen Freiraum. Genau. So, weil das ist, wer ich bin oder beziehungsweise da, wo ich mich hinentwickle. So. Und genau. Zu Hause wäre es einfach zu kompliziert geworden. Genau. Um es so zu formulieren. So. Richtig. Jetzt würde ich tatsächlich gerne mit einem deiner persönlichsten Songs vielleicht sogar auf dem Album weitermachen, nämlich den letzten Song. Ja, das stimmt. Gang Life or No Life. Das ist ein guter Kanter. Da hören wir mal kurz rein. Gerne. Young Trapper, ich lebe meine Freiheit. Geboren 97, Hohlweide. Immer schlecht in der Schule, ist die Scheiße. Hatte keinen Plan B und war pleite. Mit Mutter zu Hause alleine. Musste hustlen und konnte nicht bleiben. Auch in Krisen kann Schwäche zeigen. Gib ein Fick auf alle meine Feinde. Junger Gangster, ich wurde immer krimineller, weil der schnelle Money dein Charakter ändert. Mach mein Cash als die Quelle von deiner Quelle. 100 Kilo, 2 Meter, fick dich behindert. Hat mit 13 das erste Mal Dope in Lung. Hat mit 13 zum ersten Mal Haus gebumst. Generation Abschaum, Kölner Jungs. Doch wir heben uns ab aus dem Untergrund. Da sprichst du ja auch nochmal an, früh von zu Hause raus, quasi. Ja. Er musste hustlen, konnte nicht bleiben, auch in Krisen keine Schwäche zeigen. War das so ein bisschen darauf aufgebaut, also nach Hause, also zur Familie keine Schwäche zeigen oder auch nach draußen keine Schwäche zeigen? Nee, eher nach draußen. Mhm. Also die Familie hat ja eigentlich so einem so, ne, gibt ja einem eher so Backup, beruflich jetzt nicht so. Weil ich glaube, keine Familie möchte hören, dass das Kind Rapper werden will. Mhm. Bis nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse folgen. Ne? Bis dato hast du halt erstmal, ist die Familie natürlich sehr anti dagegen gestellt. Nee, die Schwäche darf man nicht nach draußen zeigen. In dem Sinne. Ja, hätte auch sein können, keine Ahnung, du, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die dich beschäftigen zu der Zeit quasi und du wolltest nicht, dass deine Mama. Ja, das sowieso. Weißt du, und nee, das sowieso. Da war ich sehr in mich gekehrt. Also, okay. Als Kind war ich so sehr, sehr offen und so, aber so als Jugendlicher war ich sehr in mich gekehrt. Hab halt auch nicht viel nach außen getragen und so. Mhm. Über meine Gedanken und meine Wege und meine Ziele. Mhm. Weil ich wusste, das würde halt jetzt nicht im Einklang sein von den Vorstellungen, sag ich mal, von den Leuten um mich rum. Mhm. Das also lieber so bevor dann quasi auf dich eingeredet wird und so weiter und so fort, musstest du, schon antizipiert, okay, das wird... Bei uns muss man Taten sprechen lassen. Mhm. Dieses Reden bringt bei uns nichts. Okay. Genau. Ja. War schlecht in der Schule, kein Plan B, war pleite, weil du keinen Bock hattest tatsächlich einfach aufzupassen, weil Schule einfach nicht in deinem Fokus war zu der Zeit oder? Du musst dir vorstellen, ich wurde sehr, sehr früh eingeschult, schon mit 5 Jahren. Mhm. 5? Ja, okay, krass. Ich glaube, das war halt ein bisschen zu früh und dadurch war ich halt immer sehr, sehr verspielt und kindisch. Mhm. Und ich war, sage ich mal, in der Klasse so immer sehr albern, ne? So immer der Klassenclown. Mhm. Und dann, wenn es dann ernst wurde, dann war ich halt die Person, die, sage ich mal, die schlechten Noten hatte. Ich habe halt keine Hausaufgaben gemacht. Ich war halt auch faul in der Schule. Mhm. Ich war jetzt nicht blöd, aber ich habe das alles jetzt nicht so ernst genommen, weil ich einfach, glaube ich, ein bisschen zu verspielt war. Ich war halt immer so, die Leute waren immer 1-2 Jahre älter als ich, waren ein bisschen reifer. Und ich habe das halt dann nicht so ernst genommen und dann kam das halt alles, irgendwann kam ich halt nicht mehr hinterher. Mhm. Genau, und dann war ich halt so immer so eine Schleife, dass ich überfordert war. Ja, ja. Und dann hast du gedacht, okay, ich war eh der, weißt du, war ich schon immer happy und so und jetzt wird zu viel, okay, ich kann verstehen. Das ist in den Jahren, das ist natürlich immer tricky dann, wenn man das dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist es einfach too much. Hat man vielleicht auch nicht die Disziplin zu sagen, so, okay, jetzt muss ich mir meinen Arsch aufreißen mit 9 oder so. Ja, eben. So. Ich wollte immer nur irgendwie nur mit meinen Freunden zocken oder draußen irgendwas unternehmen oder so. Ja, macht ja auch mehr Spaß. Ja, genau, ich habe den Spaß vorgezogen. Also ich war nicht diszipliniert genug, um jetzt zu sagen, ich mache jetzt Hausaufgaben nach der Schule oder ich lerne jetzt für die Klausur oder so, sondern ich habe versucht, halt so viel Spaß wie möglich im Leben zu haben. Mhm. Ja. Wurde immer krimineller, weil das schnelle Money den Charakter ändert. Hast auch gesagt, glaube ich, in einem anderen Interview oder auf einem Song, mit 22 erste Hausdurchsuchung. Und nach der ersten Studio-Session mit Ratar waren Bullen um 7 Uhr da. So, erzähl mal. Wir springen jetzt quasi von 18, erste Wohnung in Mülheim, was du erzählt hast, ne? Ja. So. Jetzt 3 Jahre quasi, was ist bis dahin passiert und wie kam es dazu? Also ich war da in Gesprächen mit Sio über den Vertrag und das war, sag ich mal, in der Kennenlernphase. Und er hat mich dann halt einen Tag eingeladen, noch zum alten Studio mit ihm und G, also Ratar, dann eine Session zu machen und zu chillen. Und das Problem war, ich hatte am nächsten Morgen eine Hausdurchsuchung. Wusstest du das schon?
Ja, statt ein Schreiben. Und er hat mich dann halt so, keine Ahnung, ich glaube um 11, 12 Uhr gerufen. Und ich dachte mir so, ach scheiße, weil eigentlich sollte ich mich lieber so darauf vorbereiten, mich beruhigen, zu Hause sein. Ich war eh voll nervös und so. Mhm. Und mir ging es nicht so gut. Aber man kann ja nicht so eine Opportunity fliegen lassen, weißt du? Deswegen sind wir dann ins Studio gegangen, waren da bis 3, 4 Uhr morgens. Wie das Schicksal es wollte, habe ich dann einen Song gemacht an dem Abend genau. Das ist kein Bullshit mit Khatar. Mhm. Das ist auf seinem Album auch dann gelandet, auf dem Hr-Album. Mhm. Wie heißt der Song? Lass mich kurz überlegen. Flaschengeist. Genau. Und der ist einfach da an dem Abend entstanden und ein paar Stunden später kurz schlafen gegangen, dann zur Hausdurchsuchung. Zwei Stück sogar. Krass. Genau. Und das war dann in eurer WG dann, wo die kam? Ja. Mhm. Zwei, also einmal bei meinen Eltern, einmal bei mir in der WG. Okay. Ja. Inwieweit hat sich der Shaki verändert zu dem Shaki, den wir jetzt, der quasi aus der Khatar-Session mit einer Hausdurchsuchung konfrontiert wurde? Also ich habe mein Leben auf jeden Fall verändert, komplett. Also um 360 Grad. Ja? Ja, ich bin ja mit zwei blauen Augen, sage ich mal, aus dieser Sache rausgekommen. Mhm. Und die Sache ist halt, das war halt, du musst dir so vorstellen, das erste Schreiben von dieser Anzeige kam ungefähr 6 Monate bevor dieser Hausdurchsuchung, weißt du? Mhm. Und das war auch parallel in der Zeit, wo ich CEO kennengelernt habe. Und dann war, musst du dir vorstellen, dann sage ich mal so, der biggest bless in meinem Leben plus halt, sage ich mal, eine ziemliche Hürde kam gleichzeitig. Und die beiden Sachen wurden halt immer größer. Und zeitgleich ungefähr, wo der Vertrag unterschrieben wurde, wurde auch diese Anzeige fallen gelassen. Ja, krass. Und ich habe halt wirklich jede Nacht gebetet und habe halt auch, meine ganze Familie hat darunter gelitten, musst du dir vorstellen. Mhm. Weil das Ironische ist, die Anzeige wurde geöffnet bei dem Geburtstag von meinem Bruder. Ach, krass. Wo all meine ganze Familie anwesend war. Mhm. Und direkt war das halt so der Partykiller. Mhm. Und genau, das hat dann, das Ganze dauert ja auch ziemlich lange, ne? Und das machen die auch extra, um psychologisch Leute unter Druck zu setzen, mhm, weißt du? Und als das Ganze dann vorbei war, war ich so dankbar, dass ich jetzt meinen Deal bekommen habe, mhm, weil das hätte ja auch meinen Deal zerstören können. Ja. Ne? Ganz einfach so. Und ich habe halt um nichts mehr gehofft, als dass ich da wieder rauskomme aus dieser Sache. Weil ich habe jetzt, da haben wir ja schon jahrelang Musik gemacht und mhm, das war ja immer mein größter Traum, irgendwann aufs nächste Level zu kommen. Mhm. Und dann hatte ich diese Opportunität und dann wurde mir das halt eventuell genommen. Ja. Und du musst dir vorstellen, ein halbes Jahr ging es nur dann in meinem Kopf darum. Weißt du? Ja. Und dann, als es dann passiert ist, dass ich da rauskam, war ich so dankbar, dass ich mir geschworen habe, ich mache nichts mehr, gar nichts mehr. Mhm. Und das habe ich auch beibehalten. Okay. Du rappst auf einem Song auch meine Seele belastet durch Paranoia. Ja. Und ich habe mich gefragt, weil du rappst auch über, beziehungsweise wenn man sich mit dir beschäftigt, ist auch Graskonsum so ein Thema. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt quasi, jetzt wo du mir das auch erzählt hast, ist quasi diese Paranoia, war die jetzt wegen dieser Geschichte quasi, was kommt alles, eventuell was so auf mich einstürzen könnte an Konsequenzen von dem, was ich halt vorher gemacht habe so. Mhm. Oder hatte das mit dem Drogenkonsum zu tun? Nein, das war nur wegen den Konsequenzen. Okay. Also, das ist einfach nur, weil man Angst hat, dass Leute einen verraten oder man bei irgendwas erwischt wird. Okay. Das ist halt dann über die Jahre, wenn man, am Anfang ist das halt ganz lustig und cool immer, aber irgendwann, wenn du halt immer mehr siehst, wie, sag ich mal, dein Umfeld dadurch halt so Konsequenzen spürt, mhm, oder deine Freunde oder so, weil wenn Leute gepackt werden und so, dann denkst du dir auch, okay, irgendwann wird ja meine Zeit reif und irgendwann wird das auch dasselbe mir passieren. Mhm. Und irgendwann macht sich das halt paranoid. Ne? Und ja, das hat jahrelang gehalten. Also ich glaube, erst so seit einem halben Jahr ungefähr, fühle ich mich so richtig frei und chillig. Und diese Last vom Jetzt habe ich so einen richtig geilen Lifestyle, weißt du? Aber okay, so davor, das ist nur Paranoia pur. Okay, krass. Guckst aus deinem Fenster, guckst aus dem Türspion, guckst immer auf dein Handy. Mhm. Also das ist kein cooler Lifestyle. Okay, weil du sagst auch, ich bin noch mehr Gangster als mein Image, sagst du auf Heavyweight in einem anderen Song. Ja. Die sagst halt, du brauchst immer ein Ziel. Ne? Ich hab jetzt, sage ich mal, nie irgendwie versucht, Geld zu verdienen, um jetzt, sage ich mal, nur dadurch Geld zu verdienen, sondern ich hatte immer einen Plan A im Auge. Das heißt, wenn du einen Plan A hast und andere Dinge tust, um deinen Plan A zu unterstützen, dann hat das einen Sinn, weißt du, wenn du es so als Mittel zum Zweck benutzt. Mhm. Weil man muss halt immer schlau sein. Wenn du nicht schlau bist, dann verkackst du eh in jeder Branche. Dann hast du auch im Untergrund nichts zu suchen. Mhm. Das ist ganz egal.
aber du kannst dir vorstellen, so, wo wir jetzt die ganze Zeit self-made waren, allein wie viel Geld ich jetzt, sage ich mal, investieren konnte in Musikvideos, in Equipment, in unsere Karriere, das hätte man anders gar nicht geschafft. Ja. Weil, woher? Woher? Also ein Musikvideodreh, ne, mit einer Person, die das relativ halbprofessionell kann, der Kameramann nimmt allein 500 Euro, der Schnitt kostet vielleicht noch mal ein paar hundert Euro, da musst du im Video irgendwas darstellen, ne, brauchst vielleicht ein paar Girls, ein paar Autos, ein paar Locations, da bist du auch wieder bei 1.000-2.000 Euro. Und man versucht natürlich überall zu dribbeln, ne. Wir haben auch natürlich, ne, versuchen alles erstmal umsonst zu klären auf Vitamin-B-Basis. Logisch. Aber logisch. Irgendwann musst du halt immer zur Tasche greifen. Ja, am Ende, und genau. Je nachdem, ne, die meisten Künstler sind halt nicht nach ihrem ersten Song direkt erfolgreich. Das heißt, die brauchen halt dann auch eine gewisse Finanzspritze über 10, 20 Musikvideos. Und dann halt auch das Equipment und, ne, und am Ende des Tages, worüber willst du rappen, wenn du nicht überhaupt erstmal bist, jemand bist, weißt du? Und deswegen sind die viele Rap halt auch uninteressant, weil die wollen dir Geschichten erzählen und du siehst vor dir halt einen ganz normalen Typen, wo du halt einfach vom Look halt schon sagen kannst, dass diese Person nichts erlebt hat. Und dann ist die Musik halt direkt auch uninteressant. So, warum ist es so, dass in Amerika die erfolgreichsten Künstler halt meistens die Künstler sind, die halt einen sehr, sehr kriminellen Background haben? Weil die Leute sich deren Geschichten halt anhören möchten, weil das halt interessanter und relevanter ist als jemand, der, sage ich mal, irgendwelche Geschichten erfindet. Aber mein Ziel war es nie, der Kriminellste zu sein. Oder mein Ziel war auch nie zu sagen, oh, Pablo Escobar ist mein Vorbild und ich will so viel Geld wie möglich auf der Straße zu machen. Das war nie mein Ziel. Mein Ziel war immer, mit der Musik erfolgreich zu sein. Und das war eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn du im Endeffekt das als Finanzspritze nutzt und das schlau einsetzt, dann kannst du halt damit auch etwas erreichen. Wenn du das jetzt nur machst, um Geld zu verdienen, dann wirst du eh irgendwann hochgenommen. Also wie gesagt, ne, heutzutage, es gibt ja auch gar keine Hemmschwelle mehr. Also bei unserer Generation war das schon so ein bisschen lockerer alles. Bei den Älteren war das schon ein bisschen ernster und strikter. Aber bei der neuen Generation, so sorry, aber jeder 14-Jährige, der kifft, verkauft auch Gras parallel. Es ist einfach so. Was glaubst du? Es gibt keine Hemmschwelle mehr zu Gras. Gras ist gar keine Droge mehr heutzutage. Ja, wie Zigaretten. Damals, als bei uns in der Zeit war das noch so, oh, du hast Gras und so, als wir jung waren. Und boah, krass, der kifft. Und boah, der verkauft. Und boah, was und so. Und der verkauft groß und boah, heftig. Aber heutzutage ist das nichts mehr. Du siehst ja die 13-, 14-Jährigen schon ziehen. Ja. Für die ist Kokain wie für uns das Gras. Und die haben auch keine Hemmschwelle zum Verkauf, die Leute. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt, sage ich mal, wöchentlich 5 Gramm konsumierst und deine Freunde konsumieren auch ihre 10, 20 Gramm und du hast jemanden, der verkauft dir das für einen guten Preis und du gibst das nur deinen Freunden auf korrekt weiter, dann bist du ja schon offiziell ein Dealer, aber eigentlich bist du ja nur jemand, der Gras gerne kauft, raucht und seine Freunde ausstattet auf nette Basis, damit die nicht irgendeinen Schrott kaufen müssen und wenn ihr zusammenlegt, dann kriegt ihr auch ein bisschen günstigen Preis, weil Gras ist ja auch nicht ganz günstig. Das heißt, du machst es ja gar nicht, weil du böse Absichten hast, ne, sondern halt einfach, weil du gerne halt manchmal einen eigentlich Joint rauchst. Eigentlich gute Absichten. Eigentlich hast du gute Absichten. Du willst deinen Freunden eigentlich was Gutes tun und dir selber. Aber dann kann es halt sein, dass du halt dann immer weiter da reinrutschst und halt dann immer mehr Leute dann kommen und so. Naja. Ich habe mal so eine Geschichte gehört von jemandem, das ist einer der größten Dealer jetzt, der sagt, dass er halt genauso angefangen hat. Weil ihn dann immer mehr Leute einfach nur gefragt haben, so von wegen, ey, kannst du mir auch mal was klären? Kannst du mir auch mal was klären? Und eigentlich sind das die Leute, die einen dazu halt auch beitragen, kriminell zu werden. So. Weil du eigentlich am Anfang versuchst du halt deinen Leuten einen Gefallen zu tun. Ich sag jetzt nicht, dass das bei mir so war, aber das passiert halt sehr schnell. Bei uns natürlich ist natürlich auch der Wunsch, dann den entsprechenden Schnapp zu machen, weil du gibst ja nicht zum EK weiter. Weißt du? Nee, aber warum sollte man das auch? Ja. Würdest du ja auch nicht machen. Ja, ja, natürlich nicht. Ich sag nur, weil... Wenn es so für eine Person wäre, okay. Ja. Aber sagen wir mal, die Person schickt noch einen Kollegen und du musst dann rausgehen vor die Tür und dem das noch geben. Dann denkst du, ey, ich könnte auch dabei erwischt werden, dann will ich wenigstens meine paar Euro machen. Ja, ja, klar. So, und du hast ja nicht mal kriminelle Absichten dabei. Ja. Weißt du? Ja. Und das ist bei den jungen Leuten ist das jetzt ganz schlimm. Da, also sorry, ich höre Geschichten von irgendwelchen Mädchen, die, was weiß ich, 14, 15 sind, die anfangen zu verkaufen. Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich auch ein bisschen, noch ein bisschen dick älter, glaube ich, als du, aber bei uns war das auch schon, da wurde in der ersten Pause, teilweise Mädels auch, Bonks mitgebracht. Quasi, wurde in der ersten Pause erstmal eine Bon geraucht. So. Ja, das ist schon krass. Das ist, ja, wenn ich also als ich jung war, hatte ich großen Respekt davor. Safe. Also ich habe richtig so, dachte ich, boah, krass, boah, kriminell, krass. Ja, definitiv.
Ab welchem Punkt kam Rap in dein Leben? Weil wir hatten jetzt ein bisschen gesprungen und du hast quasi gesagt, dass du immer schon Musik gemacht hattest quasi. Du hast ja auch schon lange vor dieser ganzen, also als du, sag ich mal, auf die Bildfläche gekommen bist, als auch das Thema mit Zio und Ratar quasi so ein bisschen publik wurde, hast du ja einfach schon lange Musik gemacht. So. Wann war das so, dass du mit Rap in Kontakt kamst und gesagt hast, so, okay, das will ich machen? So mit 13, 14. Ah, okay. Mhm. Ja. Das war ja auch die Zeit, wo du, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wo du quasi dann jedem angeschrieben hast und wo du es dann auch quasi das CEO auch das erste Mal getroffen hast. So. Ja, genau. Erster Kontakt. Ja. Dann machen wir einen kurzen Zeitsprung. Du bist quasi mittlerweile mit Kratar und CEO in Kontakt. Arbeitest bei dem im Studio und hast ja erzählt, auch, dass du quasi beinahe deinen Vertrag verloren hättest. Und das war aus dieser Geschichte, weil da parallel einfach noch was lief, was hätte halt auch anders ausgehen können. Genau. Das war der Grund, warum es beinahe nicht geklappt hätte. Ja, genau. Und du hast natürlich auf deinem Album Trap Lord auch einen Song mit Zio drauf. Mhm. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Gerne. Ich hab ne Vorliebe für Bad Bitches, ich glaube, ich bin sick. Sie nennt mich Daddy und fragt mich nach Cash, ich glaube, ich bin rich. Ich trag das neue Auto von deinem Freund und meiner linken Brüste. Mach mir nicht ein auf vernünftig Nutte, weil du das nicht bist. Deine Liebe ist auch fake, doch ihr Booty perfect shape. Earthquake, wenn deine shake. Sie will Sex beim ersten Date. Deine Liebe ist nicht echt, Heartbreak, wenn du mich verlässt. Alles real bei deinem Test, Baby, keine Konkurrenz. Das ist der Song mit Zio. Kurz für alle, die es noch nicht gehört haben. Also in kurz beschrieben, du hattest Zio, glaube ich, mit 14, 15 mal in einem McFit in Köln-Kalk oder so gesehen. Ja, mit 15. Ja. Hast ihn dann quasi angesprochen. Ja. So hast ihn, er hat einigermaßen cool reagiert. Ja. Du hast ihm am Abend, glaube ich, noch so eine Skizze von dir geschickt. So. Ja. Dann hat er dir, glaube ich, Feedback gegeben, hier, acht mal ein bisschen mehr auf Reimschemata und so weiter und so fort. Klingt ja. Schon ganz nice. Ja, genau. Besser als andere, die in der Industrie schon Geld machen, so. Also nicht schlecht, aber arbeite nochmal ein bisschen an dem und dem. Ja. Und dann kam es irgendwann dazu, dass Theo quasi auch announced hat, ein bisschen mit Teasing, so wie es sich für Theo gehört, so entsprechend medienwirksam in Anführungszeichen, hat er dann gesagt, eigentlich wollte ich nie ein Teil dieser Szene sein, quasi ein Rapper, der auch Labelboss wird und so weiter und so fort. Dann habe ich aber einen kennengelernt, der mich quasi vom Gegenteil überzeugt hat. So. Ja. Und du bist ja bis heute, glaube ich, Theos erstes und einziges Signing. Genau. Wie kam es am Ende doch zum Deal? Weil zwischen 15, wo du ihn quasi angesprochen hast, ihr das erste Mal Kontakt hattet und jetzt der Geschichte, wo du zu Jiva ins Studio eingeladen wurdest, liegen ja ein paar Jahre. Ja. 7, glaube ich sogar. Ja. Oder 6 knapp. Ja. Wie war das quasi, nachdem er dir das Feedback gegeben hat und wie kam es am Ende dann doch zu diesem Deal? Ja, also mein Mythos erstmal aufzudecken. Ich habe familiär nichts mit Zio zu tun. Das sagen viele Leute. Viele nutzen das als Rechtfertigung in den Kommentaren, weshalb ich meinen Deal habe. Der Cousin über der Onkel. Der Cousin über Onkel, über dies. Mhm. Ich habe mit Zio rein gar nichts familiär zu tun. Die sagen halt, deren Argument verstehe ich, weil wir beide Afghanen sind. Es ist halt, ja, oh, was ein Zufall. Aber es ist dasselbe, als wenn ein Türke einen Türken signed und man sagt, ey, der hat das, den Deal nur, weil er jetzt sein selben Landsmann oder weil die verwandt sind. Oder einen Deutschen signed. So. Ich kann es verstehen, aber egal, ne, wer es glauben möchte, der soll es glauben. Auf jeden Fall, wir sind nicht familiär verwandt. Was passiert ist, ist, er ist auf mich aufmerksam geworden. Er wusste aber nicht, dass wir uns schon mal kennengelernt haben. Okay. Woher denn aber auch? Ich war da 15 Jahre alt und er hat mich dann nochmal neu entdeckt, als ich, sage ich mal, 22 war. Ah, doch. Okay. Mit 22 hat er mich dann, sage ich mal, neu entdeckt. Oder 22. Okay. So, um den Dreh. Hat mich dann angeschrieben, kontaktiert. Er kam dann auf dich zu? Ja. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Habe ich ihm erzählt, ey, wir kennen uns schon. Mhm. Dann ist ihm das eingefallen. Dann habe ich ihm auch das Bild gezeigt. Irgendwann werde ich das posten, das ist lustig. Mhm. Okay, geil. Ja, da war Sio so alt wie ich jetzt. Krass. Ja, ist krass. Da war Sio auf dem Bild so alt wie ich jetzt. Und ich war da, crazy. Ich war da 15. Und so, dann hat sich eins zum anderen entwickelt. Mhm. Ging es dann auch relativ schnell dann, dass ihr euch ein... Also das nee. Ist, okay. Ja, denkt man ja von außen, weißt du? So, nee. Okay, man so, kam mich zu, hat geklappt, bla bla, so man trifft sich und dann geil, Signing so, ja? Nee. 6 Monate hat es gedauert. Okay. Bis 7. Mhm. Ja. Kannst du was dazu sagen, dieser Zeitspanne? Weil ich glaube, viele interessiert es so dieses, weil für viele ist es so, okay, ey, ein großer Artist, bekannter, etablierter Artist, so einer der größten, so, wird auf mich aufmerksam, so. Ich bin von mir überzeugt, ich mache auch geile Mucke, so. Okay, eigentlich
Was? Er feiert mich, ich feiere ihn. Ja, voll. Wieso dauert es noch 6 Monate? Wegen dem Vertrag, also, auf den Nenner zu kommen. Ja, sagen wir, er hat halt viele Ansprüche, ich habe viele Ansprüche. Mhm. Und das halt auszuhandeln, mhm, plus ist ja auch sein erstes Label, mein erster Deal. Er hat mich auch sehr viel informiert. Mhm. Also ich muss ihm auch sagen, er ist echt so, ich habe keinen Vergleich, aber ich würde sagen, er ist so einer der korrektesten Label-Chefs, die man sich vorstellen kann. Mhm. Was Transparenz angeht. Samra hat ja in seinem Interview jetzt bei Leroy gesagt, dass da habe ich einen Ausschnitt gesehen. Hast du es gesehen mit EJ? 80-20, genau. Ist das. Nee, dass er halt so, auch yes, so jung und nein, frisch nein, und geil und ein großes nein, Label, EJ, zack, und einfach unterschrieben hat, ohne einen Anwalt zu nehmen, ohne den Dingschutz zu machen. Nee, so. Er ist ein Typ, ihm ist sein Ruf sehr wichtig. Und dadurch war es ihm auch sehr wichtig, dass niemals irgendeine Situation am Ende passiert, dass irgendjemand mit dem Finger auf ihn zeigt. Dadurch war es ihm sehr wichtig, mich erstmal in diese Welt einzubringen, mhm, dass ich erstmal das komplette Konzept verstehe. Mhm. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich den kompletten Vertrag fast auswendig gekannt und komplett gekannt. Also ich wusste alles darüber. Okay, krass. Und er hat mir viel darüber beigebracht, mhm, mein Anwalt natürlich auch. Und das lief alles sehr, sehr transparent. Ich bin sehr zufrieden. Super. Und deswegen könnte ich auch niemals mit dem Finger auf ihn zeigen, weil ich dann auf einmal ein Künstler bin. Oh, ich habe einfach unterschrieben. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und der hat mich irgendwie verarscht oder sowas. Könnte gar nicht passieren. Wie war es dann, als es am Ende wann passiert ist? Also, als du die Unterschrift gemacht hast unter diesem Vertrag und du wusstest, okay, das besiegelt gerade, dass ich das erste und nach CEOs Aussage auch das einzige Signing bleiben werde quasi bei Ott GmbH. Das war ein gutes Gefühl, ne? Also ich wusste auf jeden Fall, dass man was erreicht hat, ne, mit dem, was man jahrelang getan hat. Mhm. Und gutes Gefühl. Der Part, das Feature mit CEO auf dem Album, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Zukunft, seitdem wir jetzt quasi jetzt aufzeichnen, wenn es ausgestrahlt wird. Aber ich glaube, 10 Tage vor Release war der Partner nicht ready. Der ist immer noch nicht ready. Sio nimmt heute auf. Wie gehst du damit um? Also du musst ja ein gewisses Nervenkorsett haben, ja, quasi, um damit umzugehen. Weil ich weiß, zumindest von, jetzt, ich hatte Katar da, ich hatte Sami da, ich hatte mit anderen paar Leuten auch schon gesprochen und bisher alle, die mit Sio gearbeitet haben, wissen einfach, dass er ein sehr, sehr perfektionistischer Mensch ist, beziehungsweise haben das gespiegelt, unabhängig voneinander. Ja, voll. Und das hat so ein Bild gezeichnet, dass es hier immer sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das hat auch Bas Blue jetzt auch gerade nochmal bestätigt, dass alles A, sehr transparent ist, aber auch alles sehr perfekt, so wie es sein soll. Ja, ja, voll. Wie ist es, damit umzugehen, quasi jetzt? Ich meine, dein Album kommt in weniger als 10 Tagen. Ja, also wie du schon sagtest, ne, der ist ein Perfektionist. Bei ihm muss jede Line sitzen. Der sitzt halt an einer Line so lange wie andere an ihren ganzen Texten. Aber dafür gehen halt seine Lines auch in die Geschichte teilweise ein. Und werden dann zu Memes und werden dann zu Jugendsprache. Ne? Mhm. Und das liegt halt daran, dass er sich halt so viel Zeit und Mühe gibt. Das ist natürlich eine psychische Belastung, wenn man weiß, sein Album kommt jetzt in einer Woche, 2 Wochen raus und sein Part ist nicht da, von der wichtigsten Person auch noch. Aber er versucht mich dann zu beruhigen mit so E-Mails von unserem Vertrieb, mhm, die dann sagen, nein, es passt noch zeitlich und so. Alles gut, alles gut. Aber ich nerv ihn dann schon so, okay, wenn's brenzlig wird. Hast du geguckt, ob da irgendwie gefotoshoppt wurde oder so? Nee. Die einfach nur ein gutes Gewissen geben. Wir haben das Album ja sogar um 1 Monat verschoben wegen der Promo. Mhm. Wir haben es nicht verkündet, aber intern haben wir es 1 Monat verschoben. Mhm. Und da war der halt auch schon in der Drucksituation, das schreiben zu müssen. Dann hätte der eigentlich 1 Monat Zeit gehabt, aber er hat es jetzt wieder bis zu dem letzten Moment. Er hat auch viel zu tun wahrscheinlich. Er hat extrem viel zu tun. Der ist ein Businessman. Der hat ja auch eine eigene Rap-Karriere, die halt extrem groß ist und deswegen verstehe ich das. Kann ich jetzt nichts anderes erwarten. Nee, aber voll. Wird schon was Cooles kommen. Wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen? In erster Linie machen wir alles so eigenständig. Aber ich lasse mich von ihm sehr viel beraten, weil mir seine Meinung sehr wichtig ist. Und er hat aber auch gewisse Ansprüche. Am Anfang war es dann halt eher so, dass er sehr intensiv über alles drüber geschaut hat und geguckt hat, dass das Level so hoch wie möglich gesetzt wird. Mhm. Aber ich bin auch sehr lernfähig und habe das adaptiert. Und sage ich mal, mit der Zeit
ist es halt jetzt so, dass wir jetzt weniger darüber kommunizieren müssen. Bei großen Sachen, die planen wir komplett sowieso zusammen. Mhm. Er bringt auch seine Ideen rein, Promo-Ideen und sonst was. Also, er ist auch Marketing und Promo. Er ist ein Marketing-Genie halt, ne? Und er hat mich bei allem aufs nächste Level gebracht. Also durch ihn kann ich besser rappen, durch ihn habe ich bessere Promo, durch ihn habe ich bessere Visuals, mehr Kunst in den Sachen. Er hat so, sage ich mal, das ganze Oberflächliche in mir eliminiert. So. Mhm. Das hört man ja auch ganz ehrlich, wenn du jetzt, sage ich mal, die Hörproben hörst von vor 2 Jahren oder die ersten Auskopplungen. Vergleich mal jetzt einen Song wie Ice Age, eine erste Musikvideo-Auskopplung vom Album mit jetzt Trap Lord oder Final Destination. Das ist ein Weltenunterschied. Ja. Weil er meinte, du musst besser rappen einfach. Weil, also, er feiert meinen Rap, er feiert meinen Skill, er feiert meinen Stil. Mhm. Aber er war halt immer der Meinung, dass ich halt aus den Wortspielen noch mehr rausholen kann. Mhm. Dass ich aus den Reimketten mehr rausholen kann. Mhm. Dass ich aus den Flows mehr rausholen kann. Und er hat dann halt einfach aus mir meine Stärken noch mehr rausgeholt. Mhm. Und ich habe dann halt natürlich auch immer mein Bestes gegeben, weil ich will halt natürlich auch in der Form, also in dieser Kunst der Beste sein. Und habe dann halt auf ihn gehört, weil er ist halt so, sag ich mal, wie so ein Sensei. Und er sagt mir, wenn er mir sagt, ey, yo, du musst das, das und das verbessern, dann verbessere ich das. Ja. Gut, dass du es ansprichst, Ice Age. Sagst du auf Ice Age ja auch unter anderem, scheiß auf jeden, ich würde nur bei Sios sein. Ja. So. Erste Frage dazu, warst du noch mit anderen im Gespräch? Also noch andere Leute auf dich aufmerksam geworden quasi? Und gäbe es da theoretisch noch eine, hättest du noch eine Alternative gegeben? Unabhängig davon, ob die jetzt... Kein Künstler, aber ein Label. Aber das kann man nicht vergleichen. Die Summe war auch gar nicht vergleichbar. Okay. Also er war am Ende im Grunde genommen, ich war auch gar nicht darauf aus zu sein. Mhm. Weil, kennst du auch, wir sind halt sehr, sehr vom, so mit diesem Underground-Game halt so, also wir kennen uns damit sehr gut aus und wissen halt, dass man halt, sag ich mal, mit diesen so Internetplattformen alles den Vertrieb selber machen kann und so. Und das ist ja schon so, sag ich mal, das hat ja dieses Trap-Genre auch mit sich gebracht, dass Künstler alles mit, so aus dem Kleiderschrank selber machen können, weißt du? Von Aufnahme bis Beats bis zum Vertrieb und so. Mhm. Wo ist der Mehrwert dann in einem Signing? Und das wussten wir dann. Wo ist der Mehrwert in einem Signing dann? Mhm. Außer halt die Finanzspritze, aber wenn du dann halt einen großen Teil dann abgeben musst, ist halt auch nicht mehr das wert, weil es war halt auch in der Zeit, wo ich halt auch sehr, sehr finanziell gedeckt war durch andere Dinge. Mhm. Deswegen habe ich das halt auch nicht benötigt. Ja. Aber dann halt den Mehrwert durch ein CEO ist halt so unvergleichbar. Ne? Unbezahlbar quasi so, ja. Unbezahlbar. Du hast es angesprochen, Summe quasi war auch uninteressant bei der anderen Geschichte, denn die Sache, die Leute immer interessiert, ist natürlich quasi das Geld, die bei so einem Deal fließt. Und ich würde sagen, wir kommen, bevor wir darüber sprechen, mal kurz zum nächsten Song. Da werden nämlich ein paar Details dazu verraten. Bruce Wayne. Ja, okay. Ich hab viel Cash, ich komm mal aufgestylt. Ich bleibe hot, auch wenn es draußen schneit. Nur mit der Gang, sie hab ich auch befreit. Ihr seid nicht Street, nur weil ihr draußen seid. Ich bleibe hart, dein Rap ist aufgeweicht. Für halbe Mio hättest du auch gesigned. Für bisschen Geld habt ihr euch aufgeteilt. Pussy Boys, weil ihr durchschaubar seid. Du hast bei 16 Bars im Interview 2020 gesagt, ich bin nicht für einen günstigen Preis zu haben. Ja. Namen meiner Gruppe und das Label würde ich eh nicht quasi abgeben. So. Jetzt sprichst du auf Bruce Wayne, den wir gerade eben gehört haben, den Track von einer halben Mio. So. Wie viel davon ist Flex, wie viel von uns Wahrheit? Real Talk quasi. Hat sich die halbe Mio schön angehört? Aber also ich will jetzt nicht zu tief darüber eingehen, aber es gibt ja mal zwei Unterschiede. Ne? Es gibt ja immer einmal das, was viel ist für deine eigene Tasche und wie viel ist in die Produktion, in die Gesamtsumme. Genau. Über verschiedene Alben und Projekte. Genau. Und genau, und über was für eine Spanne reden wir. Ne? Bei der Summe habe ich nicht gelogen. Da ist kein Flex drin. Wenn jetzt Leute denken, dass eine halbe Mio in meiner Tasche sind, dann haben die das Game nicht verstanden. So funktioniert das Gesamte nicht. Auf einmal, netto war einfach so. Wir reden von einer Produktion auf mehrere Alben. Ja. Und da gehört ja vieles dazu. Ja. Aber die Summe ist kein Flex. Ja. Genau. Aber das war für dich dann tatsächlich, weil du gesagt hast, nämlich in diesem, ich weiß gar nicht, 2020 rum, beziehungsweise bei Stoke, glaube ich, war das auch in dem Interview, dass du einfach eine gewisse Amount an Invest brauchst, um dich aufs nächste Level zu heben. So. Ja. Ist das quasi damit, also ich vermute jetzt, ist es damit abgedeckt? Erste Frage. Und oder war aber auch einfach die Expertise und die Nähe quasi zu CEO
auch nochmal einen Mehrwert, der da mit reingespielt hat, weil dadurch auch nochmal du dich halt, wie du gesagt hast, die Beratung, die du bekommen hast von ihm einfach und allein die Zusammenarbeit mit ihm und wenn du auch merkst, wie er arbeitet, so was ja auch auf dich abfärbt, so, dass das natürlich dich auch nochmal auf ein anderes Level bringt. So. Ja. Wie war diese Kombi? Also im Grunde genommen musst du dir so vorstellen, so auf alle Kinder, die aus NRW kommen, die haben halt immer nur, die hören alle dieselbe Musik aus meiner Generation. Das ist nur Sio und Chata. Das heißt so oder so, wenn du ein Angebot kriegst von Sio oder Chata, dann ist sowieso erstmal, ne, das ist heftig erstmal. Ne? So und Punkt Nummer zwei, natürlich die Summe. Nummer drei, man wusste jetzt nicht, wie sehr Sio, sage ich mal, skilltechnisch mich aufs nächste Level bringt. Das kam ja dann auch erst durch die Kommunikation und die Zusammenarbeit erst raus. Ne? Als ich überhaupt bei ihm gesigned habe, dachte ich schon so, oh, ich bin der Shit und ich kann besser rappen als jeder andere. Wo er mich dann halt dann konfrontiert hat mit manchen billigen Reimen und manchen Wortspielen, die ich schon verwendet habe und die nicht krass sind. Und, ne, der dann, und ich halt dann an mir selber gearbeitet habe und noch mehr rausgeholt habe. Bis ich dann halt Sachen rausgehauen habe, wo Traplord oder Final Destination, wo er dann selber sagt, boah, Hut ab, heftig. Also lyrisch kenne ich niemanden, der sowas jetzt aufgestellt hätte. Ist halt geil, das vom Sio zu hören. Genau. Also weil der selber ja auf so einem Level, extrem. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich mit Technik auskennen, ich bin ein großer Fan von diesen Techniken, technisch Geschichten so und wenn du Sio halt seine Parts auseinander nimmst, ist halt absurd, was der da reinpackt. Ja, ja, voll. Ist halt verrückt. So. Ja, genau. Deine Platte. Wir sind hier, um auch ein bisschen reinzuhören. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Song. Gerne. Und zwar zu einem, zumindest nach deiner eigenen Aussage, zu einem deiner Favorite-Songs aus dem Album, nämlich das Feature mit Haftbefehl. Ja. Bin ein Gold ummantelt, so wie Munition. Muss mich isolieren, so wie Styrofoam. Was auf ihrem Mann, doch bist ein Nuttensohn. Du bist ja rum, mach mal nicht auf Bro. Du bist grad auf Flex, ich schau dich weg. Suchst du bei mir Stress? Ich bin in der Trap, ich bin relaxed. Ich hab 100 Racks, Shaki Money weg. Red ist von Cash, mach mehr als ein Chef. Okay. Bitch, du bist nicht echt Pussy. Ich muss groß denken, so wie Moses Pelham. 21 Zoll groß, sind meine Chromfelgen. Ach, super schön, wenn man Hafti hört auf dem Song. Ja, dann auch mit so einem Beat. Klassische Frage vorweg, wie kam es zum Feature mit Haft? Wie kam es dazu? Er hat mich gepostet. Aus dem Nichts. Mein Song Mein Herz. So in seinem Maybach gehört, auf Instagram gepostet. Und ich kam gar nicht klar. Ich dachte mir so, mein Gott, was passiert jetzt? Ne? Weil es gibt halt nicht viel Deutschrap, was ich höre. Es gibt halt nur ein paar gewisse Menschen. Das wird mir jetzt natürlich keiner wieder glauben, weil ich sage, genau die Leute, die auf meinem Album sind, sind die Leute, die ich meiner Jugend gehört habe. Aber es ist einfach so. Ich meine, man zieht auch die Leute an irgendwo, zu denen man aufsieht. Weil man halt selber dasselbe verkörpert und dasselbe manifestiert. Weil ich höre eigentlich nur zu, also in der Jugend habe ich viel Deutschrap gehört, aber eigentlich höre ich ja nur so zu 90% Ami-Rap. Aber als Haftbefehl dann, sage ich mal, so meinen Song gepostet hat, dann bin ich halt mit ihm in Kontakt getreten. Und ich muss sagen, er ist sehr, sehr korrekt, sehr sympathisch, ein richtiger Ehrenmann. Und er hat mir die Opportunity gegeben, halt mit ihm meinen Song zu machen. Und geil. Ich habe ihm dann halt Songs geschickt und ich habe dann halt meinen allerheftigsten, also zu der Zeit und immer noch vielleicht, also es ist halt Geschmackssache, bei 25 Songs habe ich viele Lieblingssongs, weißt du, weil ich mache die ja alle aus meinem Herzen. Es ist einer meiner Lieblingssongs und ich dachte mir, komm, wenn ich Haftbefehl einschicke, dann so mein heftigsten. Ich habe ihn den geschickt. Ich habe zwei andere noch geschickt als Option und er hat natürlich den heftigsten genommen. Welcher hast du noch geschickt? Ich glaube 1000 Grad. Okay. Und das andere weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, er hat sich Ho natürlich ausgesucht, was auch der krasseste war von denen. Und ja, riesen Bless, was soll ich dir sagen? Es ist unbeschreiblich heftig, ne? Geil. Bei Insta hat Eva kommentiert. Ja. Nach Toto, hä? Da hätte ich doch eigentlich drauf gemusst. Ja, ja, genau. Eva wäre jetzt auch ein Feature-Gast, den man auf dem Album jetzt theoretisch erwarten könnte, weil halt einfach Sio-Nähe da ist und so. AON an sich so. Hatten wir auch geplant, aber es ist einfach zeitlich nicht zustande gekommen. Also wir machen auch bestimmt safe was. Aber die ist ja auch eine Person, die sehr viel zu tun hat. Ich hatte auch im Album sehr viel zu tun. Ich hörte davon, ne? Und das liegt auf jeden Fall in der Luft, da wird safe noch was passieren. Ja, geil. Gab es sonst noch Features, die eigentlich geplant waren, aber irgendwie nicht zustande gekommen sind? Mit Bowser hatte ich ein Feature. Mit Bowie auch? Ja, da habe ich einen Song, aber auch dasselbe zeitlich. Wir haben einen Song, aber das ist noch nicht die richtige Zeit einfach. Okay.
aber da kommt bestimmt auch irgendwann mal was. Es gibt quasi ein Afghan Shaki Bowie Feature. Gibt's gerade, ja. So. Den Song nice. Gibt's auf meinem Handy, aber leider kann ich ihn nicht zeigen. Aber der ist cool, ne? Zum Glück hast du es ja noch. Ich hab den. Vielleicht wird der irgendwann geleakt, mein Spaß. Bowie Feature ist auf jeden Fall, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das knallen wird. Wir kommen jetzt quasi dazu, dass du hast auch schon genannt, Trap Rock Begins, ein sehr, also ein politischer Song, da steckt viel drin. Wir haben den letzten Song gehört, Gang Love or No Life, dass der sehr persönlich ist genau. von dir. Und da gibt es ja nicht nur Ballerei und Geflexe quasi auf dem Album, sondern man lernt auch ein bisschen den gefühlvolleren Shaki kennen. Und jetzt kommt's. Jetzt wird's romantisch. Jetzt wird's romantisch ein bisschen. Ja. Also zündet eine Kerze an da draußen so, macht euch bereit und die Decke. An Tagen wie diesen. Zwei. An Tagen wie diesen merkst du, beide sind füreinander bestimmt. Nur wir beide. An Tagen wie diesen wirkst du perfekt und ich vertraue dir blind. Perfekt. An Tagen wie diesen willst du nur Family, komm, ich mach dir ein Kind. Family. An Tagen wie diesen Angst zu verlieren, als wenn wir im Labyrinth. Doch an anderen Tagen wirkst du mir fremd und ich erkenne dich nicht wieder. Verlogene Taten, es wird turbulent, Wunde im Herzen wird tiefer. Ich weiß nicht mehr weiter, kann nicht mehr kämpfen, so wie ein fallender Krieger. An Tagen wie diesen frage ich mich wieder, wäre es dir ohne mich lieber? Jetzt könnte man sagen, wenn man, keine Ahnung, sich das Videos von 5 Sterne anguckt oder okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Shaki, den ich da sehe, der quasi von Bikini-Models umgeben ist so. Ja. Aber natürlich steckt auch, du bist auch ein Mensch, du hast auch Gefühle. So. Voll. Natürlich trägst du die vielleicht nicht so provokant nach außen. Aber wie viel von dem, was du nach außen zeigst, quasi, ist so. Also Kunstfigur versus der echte Shaki. Es gibt nicht diese Kunstfigur. Es ist sehr nah einfach. Es ist dasselbe. Ich bin ja jetzt gerade auch, sag ich mal, die Kunstfigur, aber ich rede ja mit dir offen und ehrlich, selbstreflektierend. Mhm. So bin ich auch privat. Das ist jetzt nur, weil ich jetzt, sag ich mal, meine Texte sind dann, sag ich mal, vielleicht oberflächlicher oder mit Dissen gestopft und dies und das. Mhm. Ist ja auch alles, was ich in meinem Kopf denke. Ich trage das halt dann so kunstvoll rüber. Mhm. Aber jetzt gerade, ich spiele mich ja gerade jetzt nicht vor dir auf oder verstelle mich, weißt du? Ich bin jetzt gerade genau so, wie ich bin. Und das ist ja auch Afghan Shaki. Natürlich, okay, privat, so trage ich jetzt keine Grills. Oder spit jetzt nicht die ganze Lines von meinen Jungs. Ich sehe auch alles analytischer. Wir reden über viele Dinge. Natürlich, wir machen halt viele Dinge auch immer bewusst. Ne? So in der Kunst und in der Darstellung, was zeigen wir in dem Video, wie zeigen wir, wie ziehe ich mich an. Das ist natürlich eine Kunstfigur in dem Sinne, Klar. Dass man halt, komm, wir zeigen, da tun wir einen Batzen, da tun wir unseren einen Hund hin und dann da machen wir irgendwas Lustiges und weißt du, so, das ist ja natürlich alles eine Kunst, aber das sind ja auch alles Dinge, die wir halt auch privat machen und lustig finden oder cool finden. Es ist jetzt nicht so, dass wir meinen Charakter verstellen. So. Also würdest du sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nah aneinander. Das ist dasselbe. Ist das gleich. Das ist das Gleiche. Ja, dasselbe. Okay. Hören wir in noch einen Song rein und zwar in ein weiteres Feature, nämlich den Song mit Kalim. Ja, gerne. Drug City, klingt so. Ich mach Rap wieder groß, meine Hater sind Trap nicht gewohnt. Ihr seid nicht Mexiko, doch macht hier einen auf Narcos und Broke. Durch den Druck der Straße entstehen Diamanten. Hören Flug nur, wenn ich im Privatjet lande. Unsere Eltern waren damals Immigranten. Das ist ein McLaren, kannst kein Diesel tanken. Mein Lifestyle, Bitch, ist Cinematic. Ich trag nur Rolex auf Wilne Paddock. Wenn ich durch Rap, dann wieder dreckig. Ich bin der King, doch dank den Addicts. Verwandle ein Trap Haus in ein 5-Sterne-Hotel. Mios stacken, doch ich benutze immer noch Hotel. Häng mit mein Shooter und sein Cousin im 16. Stock bis spät in die Nacht. Kalim ist ja für mich persönlich tatsächlich einer, der auch sehr, sehr, sehr vieles richtig macht jetzt. Auch gerade in der letzten Zeit einfach, also schon immer, aber jetzt in der letzten Zeit hat er auch nochmal so ein Level draufgesetzt, meiner Ansicht nach, so mit seinen Alben auch, die er rausgebracht hat. Wie kam da die Connection bei Kalim? Durch Sio. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das sind ja Bros for Life. Kalim hat uns in Köln besucht, war beim Goldman Tower. Ich war natürlich am Start, haben uns kennengelernt, fand uns in der ersten Sekunde sympathisch und cool. Feiert meine Musik, ich feiere Kalim schon immer. So und ist halt auch einer der Leute, die man hört, seit man klein ist. Und das Krasse ist an ihm, er ist mit der Zeit gegangen, weißt du? Er macht nicht mehr den Sound von früher. Er ist jetzt so modern geworden, wie er bringt die Musik rüber besser als die ganz, ganz jungen Leute, weißt du? Deswegen was ich krass finde an Kalim, wie er sich nicht adaptiert hat, sondern die Musik, die er macht, die ist jetzt so aktuell, die könnte nicht aktueller sein, weißt du? Das ist heftig.
Und wenn du jetzt seine alte Musik anhörst und jetzige, und das finde ich richtig geil, weißt du, wie er sich weiterentwickelt und so, ohne seinen Charakter zu verstellen oder anders zu werden, weißt du? Genau. Weil es bei vielen Leuten, du merkst halt so, oh, bei denen läuft es nicht mehr, die ändern ihren Sound und dies und das und dann versuchen die so. Kampf. Kennst du auch so einen Deutschrapper, der damals, keine Ahnung, was weiß ich, Baujahr noch aus den 80ern oder so, auf einmal jetzt Drill-Beats benutzt, so, come on, das passt einfach nicht. Aber also, weißt du, wo du lebst in einer Villa und hast eine Frau und so, rap jetzt nicht über so auf Drillbeats, das kommt einfach nicht cool. Aber Kalib ist halt so, ne, ist halt real shit. Mhm. Und der war dann halt bei uns hier in Köln, Goldman Tower. Da waren wir 3 Tage lang die ganze Zeit am Chillen und so. Haben uns gut verstanden. Und er hat dann gesagt, ey, yo, wenn du Bock hast, was zu machen und so für dein Album, schick mir gern was rum. Und hab mich natürlich riesig gefreut. Und hab ihm mal ein paar Songs geschickt. Und dann hatte ich den Big Bless, ne, Kalim auf meinem Album zu haben. Nice. Ja. Sehr geil. Ja, extrem. Wie hast du am Anfang angesprochen, quasi, dass du sehr, auch in deiner Jugend, als angefangen hast, du warst sehr in dich gekehrt, beziehungsweise hast halt nicht so viel kommuniziert, weil du halt von zu Hause einfach sehr viel Gegenwind erwartet hast, beziehungsweise es könnte kompliziert werden. So. Ja. Wie ist es aktuell? Ich werde zu Hause extremst gefeiert. Ne? Übertrieben. Das Aushängeschild jetzt. Und mir wird geflext. Bei jeder Veranstaltung, bei jeder, überall meine Bilder gezeigt, meine Videos, meine YouTube-Zahlen, meine Klicks, alles. Das ist der Flex des Todes. Aber davor halt das Gegenteil. Mhm. Davor, was ich mir anhören musste. Mhm. Sobald es einen Streit gab, direkt, das war meine Angriffsfläche. Ne? Okay. Das war das quasi. Aber sowas von. Welche Songs sind dir noch wichtig auf dem Album? Wir haben jetzt in einige schon reingehört. Was ist bei dir noch, wo du sagst, hey, Simon, ich würde gerne noch mal in den Song reinhören, so. Die Leute sollen auch mal da kurz reinskippen, so, damit sie Bescheid wissen. Das Wakuchon-Feature. Mhm. Das okay. Wäre ganz cool. Ja. Texas Cologne Massacre. Genau. Ei, Psycho, junge Afghane mit Rifle, scheiß auf die Haut, wenn sie nur meine Zeit will. Gangster am Dschungel, Safari Survival. Traplord, Pussy, du kennst mein Background, das hast du wirken, als würde ich weghauen. Schusssicher unterwegs, besser aus Teflon. Ei, Bad Bitch, willst du viel poppen und Netflix? Hab keine Zeit, denn ich werde grad Mad Rich. Kein Bitch, ich zieh dir ein Money Gang Savage. They feeling for more. They thought I would louse, I'm up in the scope. I'm in control, with no remote, you know how I go. Hey, let me know, how you wanna do it, we headed for show. Won't be in the fold, and I seen a lot, but I ain't never told. When I can't. Sag was zum Feature. Das ist der Künstler vom 808 Mafia Boss, mhm. Southside. Sollte eigentlich jeder kennen. Mhm. Das ist aus Texas. Ist ein Motherfucker, auch noch Newcomer. Und ich hab den auf mein Album bekommen. Wie kam's? Also wie kommt die Connection von Köln nach Texas? Angeschrieben. Mhm. Ich hab den gefeiert. Sio feiert den auch. Mhm. Schon Sio haben seinen Song gehört, der hat so einen Song rausgehauen. Wir haben den irgendwie eine Woche lang nur diesen Song gehört. Da dachte ich mir, komm, schreib den einfach mal an. Mhm. Ich hatte einen blauen Haken, ein paar Abonnenten, zack, der hat darauf reagiert. Und komm, schick was. Was Internationales machen. Hat direkt Bock gehabt. Ja, so. Geil. Bam, Synergie stimmt. Zack, nice. Song gemacht zusammen. So, allgemein wollte ich das auch ansprechen bei dem Album. Die Intros, die Outros, der Aufbau. Da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin. Also, meine Producer haben sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Wir haben sehr viel Gedanken einfließen lassen zu dritt. Also du kannst wirklich, also mir wäre es wichtig, dass die Leute wirklich von Anfang bis Ende das anhören und nicht einfach Songs skippen. Mhm. Weil, wie gesagt, da ist sehr viel Kunst in den ganzen Intros, in den Outros, in den Passagen und so, was die Beats angeht. Weil wir wollten halt so jetzt nicht oberflächliche Kunst raushauen, sondern das sollte halt dieser krasse Shit sein, weißt du, wirklich künstlerisch. Komplett, ganz genau, okay, zusammenhängend. So. Da haben wir so sehr viel Inspiration, sag ich mal, von so Leuten wie A$AP Rocky genommen, mhm. die halt sehr, sehr viel, sag ich mal, so Kunst reinbringen, so, ne, in die... Gerade mal so in die Intros, Outros und so. Mhm. Abgesehen von der Release-Party, was sind die nächsten Steps? Also erstmal, ihr seid herzlichst eingeladen. Wenn ihr am 9.12. Zeit habt, kommt gern rum. Vielen auch gern mit Kamera. Mhm. Da sind viele Leute, ne? Special Guest, CEO Star. Mhm. Wird ganz lustig. Und ansonsten, jetzt wenn das Album rauskommt, erstmal eine satte Promo-Phase. Mhm. Weil ich will dafür sorgen, dass die Leute jeden Song hören erstmal. Ne? Mhm. Das heißt, ich werde erstmal auch so erstmal Visuals raushauen zu den Sachen, die kein Musikvideo hatten. Mhm. Ich werde noch 1-2 Musikvideos raushauen. Auch im Nachgang nochmal? Ja, Gang Life or No Life, dazu will ich ein Video machen. Und vielleicht auch sogar zu Tagen mit diesen zwei. Auch untypisch. Ja. Eigentlich. Ja, nee, ich will auf jeden Fall noch 2 Musikvideos raushauen. Mhm.
Und ansonsten halt noch so, also nach Gefühl eine Promophase noch machen, bis ich so das Gefühl habe, okay, die Leute haben die Songs gehört, das hat sein volles Potenzial ausgeschöpft. Und dann werde ich erstmal so ein bisschen Zeit ruhen lassen, so ein bisschen wieder in mich kehren und dann langsam mit neuer Kunst kommen. Mhm. Dann wird erstmal ein bisschen Funkstille sein. Mhm. Und dann komme ich irgendwann nächstes Jahr so brutaler denn je zurück. Okay, aber du hast schon, es klingt schon sehr, dass du schon das relativ gut skizziert hast in deinem Kopf, was da passieren soll. Ja, ich werde in einer ganz anderen Version von mir selbst zurückkommen. Mhm. Ganz anders, vom Look, von allem, vom Sound. So, ich werde als wie ein neuer Künstler. Neues Saiyajin-Level. Ganz neues Saiyajin-Level. Du wirst mich gar nicht wiedererkennen. Ja. Sehr gut, dann Shaki, erstmal vielen Dank. Wir sind jetzt quasi am Ende schon. Mein Name ist Simon. Trap Lord, das neue Album von Afghan Shaki, ist am Start. Das hier war Deutschrap Ideal. Instagram, YouTube, Radio, Mediathek. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und nicht vergessen: Ihr seid nicht Street, nur weil ihr draußen seid. Shaki, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Simon. Die letzten Worte gehören dir. Danke an Deutschrap Ideal, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Simon. Hat mir viel Spaß gemacht. Album kommt am 9.12. Und ja, vielleicht kommst du ja zur Release Party. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, Freunde, das war das Interview bei Deutschrap Ideal mit Simon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal und die Instagram-Seite. Wenn ihr wollt, abonniert auch meinen Instagram-Kanal und meinen TikTok-Kanal. Und ansonsten viel Spaß mit dem Album. Gang, gang.